Hallo, willkommen im Flammkontor. Vor ein paar Jahren war ich im Urlaub auf Madeira gewesen. Da habe ich in einem ganz kleinen Restaurant einen Fleischspieß bekommen, der auch wirklich an einem Stück Holz gegrillt worden ist. Ich fand den damals schon sehr geil, habe das aber auch nie weiter verfolgt. Und kürzlich habe ich in einem Reisemagazin das wieder gesehen und da haben sie mir dann auch den Namen dazu gesagt. Das ist ein Espetada. Und dieser Espetada wird an einem Lorbeerspieß gegrillt. Ich habe mich also ein bisschen informiert und möchte den heute mit euch zusammen grillen. Ich habe hier ein US-Beef, ein Stück aus der Oberschale. Und das schneide ich mir jetzt in ca. 2 bis 3 cm große Würfel. So, unsere Würfel marinieren wir uns jetzt mit ein bisschen Zitronenabrieb, Zitronensaft und etwas Knoblauch. Ich schmeiße mir die Würfel hier mal in die Schale. Den Zitronenabrieb von der Bio-Zitrone daran. Hier nicht zu tief gehen, wir wollen ja nicht das bittere Weiß haben, sondern eben nur das reine Zitronenaroma. Und ein bisschen was vom Saft. Und 2 Knoblauchzehen dazu. Den Knoblauch auch gar nicht so fein machen, also nicht durch eine Presse geben, sondern tatsächlich nur mit dem Messer ein bisschen andrücken und dann in grobe Stücke schneiden. Das reicht vollkommen aus. Das Ganze mit zu unserem Fleisch geben und schön durchmengen. So, jetzt brauchen wir unsere Lorbeerspieße. Ich habe mir in dem Fall bei mir aus dem Garten ein paar Äste aus unserem Lorbeer abgeschnitten. Zupfen wir einfach das überstehende Laub ab, machen die also sauber und spitzen die uns unten ein bisschen an. So, dass wir nachher auch gut durch unser Fleisch durchkommen. Ein paar von unseren Lorbeerblättern heben wir uns auf, hacken sie uns klein und schmeißen sie mit in das Salz rein, mit dem wir die Spieße nachher würzen werden. Und mischen das Ganze schön unter. So, wir sind soweit. Den Brei habe ich schon vorgeheizt und unsere Fleischwürfel sind jetzt so circa eine Stunde mit Knoblauch und Zitronensaft zusammen gewesen. Ich fange jetzt an, die auf unsere Lorbeerspieße zu stecken und dann schmeißen wir die auch sofort auf den Grill. Jetzt kommt unsere Salz-Lorbeer-Mischung da drumherum. Das ist wirklich ganz grobes Salz. Einfach nur so ein bisschen andrücken ringsrum und ab auf den Grill. So, unsere Espetada-Spieße sind jetzt fertig. Und da wir da sehr viel festes Salz da drauf gemacht haben, müssen wir es auch irgendwie wieder losbekommen. Und tatsächlich beschreiben die Madeiresen das auch immer so. Man nehme den Spieß und schlage ihn an einem festen Gegenstand oder eben auf dem Brettchen, so wie ich jetzt. Und jetzt das Salz runter und jetzt geht's ans Genießen. So, jetzt holen wir unsere Fleischwürfel mal hier runter. Man kann jetzt ziemlich gut sehen, der Lorbeerspieß, hier ist noch überhaupt gar nichts, überhaupt nur an Temperatur hingekommen. Sprich, unser Fleisch sollte innen noch nicht zu heiß geworden sein. Und ich kann es jetzt probieren. Wow. Es hat viel Biss, aber ist ja nun mal aus der Oberschale. Aber es hat einen unglaublich tollen Geschmack. Der Lorbeer ist komplett reingezogen. Das Salz gibt eine schön cremige Kruste außenrum. Ganz tolles Ding. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen.